begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen TUBI Dynavox Hörsaal-Webinar. Das Thema lautet in diesem Webinar 10 hilfreiche Funktionen in Communicator 5. Die Stimme, die Sie hier hören und das Gesicht, was Sie jetzt sehen, das führt Sie heute durch das Webinar. Ich bin Tobias Bürs, bin Rehabilitationspädagoge und seit im 11. Jahr bei TUBI Dynavox. Und ich freue mich, dass Sie heute den Weg hierhin gefunden haben und vielleicht noch das eine oder andere mitnehmen, was Sie bei der Arbeit, bei dem Umgang mit Communicator noch ein bisschen unterstützen kann, eventuell. Vielleicht noch für diejenigen, die noch nicht wissen, was Communicator 5 ist und sich einfach mal so aus Neugierde angemeldet haben. Communicator 5 ist ein Kommunikationsprogramm von TUBI Dynavox, was auf unterschiedlichen Kommunikationsgeräten von TUBI Dynavox läuft, beispielsweise Augensteuerungsgeräte i13 und i16, aber natürlich auch Geräte der älteren Generationen, wie beispielsweise die i-Serie Plus oder die i-Serie Classic. Aktuell gibt es Communicator 5, also Version 5, und Communicator bietet Inhalte für verschiedene Anwendergruppen, also rein auch für den Einstieg an Inhalten, über Symbolkommunikation für Menschen, die halt nicht lesen und schreiben können, halt aber bis hin zu großen Möglichkeiten der schriftsprachlichen Kommunikation. Ja, was beim Aufbau immer beachtet wird von einer Software, ist, dass natürlich möglichst viel reinbringt, aber das noch möglichst übersichtlich gestaltet und transparent gestaltet ist. Aber mit der Zeit ist es so, dass doch häufig so immer die wichtigeren Funktionen vielleicht in den Hintergrund rücken und man eventuell einfach das Wesentliche einfach aus dem Auge verliert oder einfach gar nicht mehr sieht, weil es so viele Funktionen gibt. Und wie gesagt, das Webinar hat heute das Ziel, Ihnen einfach mal so ein bisschen den Weg, den Wald wegzuräumen und Ihnen einfach einen Überblick zu geben über wichtige Funktionen, die Sie, denke ich, kennen sollten. Nach diesen 45 Minuten sollten Sie wissen, was es grundsätzlich für hilfreiche Funktionen in Communicator 5 gibt. Das ist natürlich nur ein kurzer Ausschnitt. Es gibt natürlich noch weitere wichtige Funktionen. Ich habe mal so die Top 10, meine persönliche Top 10 herausgesucht. Dann sollten Sie wissen, wo Sie diese Funktionen und Möglichkeiten in Communicator 5 finden und auch einstellen können, bearbeiten können, etc. Und wie Sie diese halt dann auch im Alltag einsetzen können. Hier einmal eine kurze Zusammenfassung, was ich mir heute auf die Agenda gesetzt habe. Das heißt, ich werde viel mit Tastaturen machen, sei es, wie dort die Phrasenvorhersage funktioniert, wie man die Tastaturen überhaupt im Communicator schnell und einfach anpassen kann. Ich präsentiere Ihnen einfach nochmal die Dual-Free-Tastatur. Das ist gibt es schon länger in Communicator 5, aber eine sehr innovative Tastatur, die einfach einen schnellen Eingabe ermöglicht. Windows-Zugriff, also die Möglichkeit, über Communicator 5 die Windows-Oberfläche zu bedienen, allein mittels Augensteuerung. Die Symbolverwaltung ist auch ein entscheidender Punkt heute. Die Bearbeiten-Schaltfläche, eine Statusleiste, die Informationen auf viele Systemkomponenten bietet. Page Set Central und dann noch die beiden anderen Punkte, Anwendung auf eine Startseite verknüpfen oder auch die Aktivierung einer Begleitlizenz, was viele von Ihnen vielleicht gar nicht wissen, wie das geht. Beginnen möchte ich jetzt aber mit der sogenannten Phrasenvorhersage. Und zwar gibt es in Communicator 5 in den Tastaturen neben der normalen Wortvorhersage, die einzelne Worte vorhersagt, auch die Möglichkeit, eine sogenannte Phrasenvorhersage zu nutzen. Das heißt, Phrasen bestehen in der Regel aus mehr als einem Wort und geben halt in der Regel halt einen ganzen Satz wieder. Und das Besondere an dieser Phrasenvorhersage ist, dass diese auch auf die einzelnen Anfangsbuchstaben quasi zurückgreifen kann, die in den Phrasen enthalten sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dem Bildschirm sehe, sehen Sie jetzt, ich heiße Tobias, das ist eine Phrase, die ich durch die lernfähige Phrasenvorhersage, das heißt, die Sätze werden auch automatisch ergänzt, wenn ich das möchte.
die dann auch hinzugefügt werden. Und wenn ich jetzt hier in der Oberfläche, in der Tastaturfläche IHT eingebe für ich heiße Tobias, bekomme ich auch automatisch entsprechend das vorgeschlagen. Ich gehe jetzt einmal in die Tastatur und tippe jetzt mal ein beispielsweise guten Abend zum Webinar. Das ist ein Satz, der noch nicht vorhanden ist. Ich spreche ihn einmal. Und wenn ich jetzt G und A und Z und W eingebe, das war auch schon vorher zu sehen, wenn ich natürlich viele Phrasen habe, das entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit, muss ich vielleicht mehrere Buchstaben eingeben, ihre Anfangsbuchstaben. Aber wie Sie jetzt sehen, habe ich jetzt hier nur durch die Anfangsbuchstaben direkt meine Phrase angezeigt bekommen und direkt abrufbar mit maximal 4 Klicks auf die Tastatur und nicht eventuell über die Wortvorhersage oder eventuell Buchstabe für Buchstabe das einzutippen, was natürlich dann im Vergleich zu dieser Variante eine ungemeine Beschleunigung darstellt. Wie gesagt, diese Wortvorhersage ist lernend. Unter den Einstellungen unten links kann man auch die Sprachverlaufaufnahme deaktivieren, dass ich das nicht möchte. Standardmäßig ist diese aktiviert, dass diese quasi gespeichert wird in den eigenen individuellen Communicator 5 Daten, die für einen persönlich natürlich nur zugänglich sind. Wie gesagt, das ist eine ungemeine Beschleunigung und der erste Tipp, den ich Ihnen heute zeigen wollte. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Tastatur anzupassen. Das heißt, man muss sich nicht mit dem abfinden, in Anführungsstrichen abfinden, was ich hier vorgesetzt bekomme, sondern ich habe die Möglichkeit, es wirklich zu individualisieren, also die Tastatur wirklich nach meinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Es ist ein Einstellungspunkt im Menü und der hat aber zentrale Auswirkungen. Das bedeutet, ich kann an einem Punkt Einstellung festlegen und viele Tastaturen haben nachher genau diese Eigenschaften, die ich festgelegt habe. Es gibt unterschiedliche Tastaturdarstellungen, also Querztastatur normal, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, verschiedene Einstellungen und sogar die Möglichkeit, die Tastatursprache anzupassen. Diese Tastatureinstellungen finden Sie entweder, wenn Sie es haben, direkt auf Ihrer Startseite. Sollten Sie das nicht haben, haben Sie die Möglichkeit, die Startseite zu bearbeiten, einen Seitenset hinzuzufügen. In dem Fall müssten Sie in die Textkommunikation gehen und hier unter den Einstellungen finden Sie die Tastatureinstellung. Durch dieses rote Häkchen sehen Sie, das ist bereits zu meiner Startseite, meiner persönlichen Startseite hinzugefügt worden. Sollte es bei Ihnen nicht der Fall sein, können Sie hier zur Startseite hinzufügen auswählen und haben Sie dann auch entsprechend auf Ihrer Seite. Der andere Weg ist über das Schnellmenü, entweder am Computer die rechte Maustaste, auf dem Bildschirm ein längerer Klick, was auch einen rechten Maustastenklick symbolisiert, darstellt. Oder wenn Sie noch mit der iSerie Plus oder iSerie Classic arbeiten, mit der Schnellzugriff-Taste, mit der untersten Taste am der Seite des Kommunikationsgerätes. Wie gesagt, im Schnellmenü, in die erweiterten Einstellungen. Und auch hier habe ich eine Registerkarte Tastatur und Sprache, wo ich auf die Tastatureinstellungen zurückgreifen kann. Diese Einstellungen sind identisch zu diesen, nur dass diese nicht nur jetzt hier einen Pop-up wie vorhin darstellen, sondern wirklich bildschirmfüllend da sind und auch durchaus einfach und schnell für Menschen mit der Augensteuerung bedienbar sind. Das heißt, auch alle diese Eigenschaften können selbstständig festgelegt werden vom Anwender von Communicator 5 selber auch über die Augensteuerung. Und hier sehen Sie jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, die die Tastatureinstellungen bieten. Erstmal gibt es den Bereich Tastaturlayouts. Das heißt, hier können Sie die Darstellungsvariante ändern. Sie möchten eventuell eine geteilte Tastatur haben. Das bedeutet, Sie haben wirklich quasi zwei Seiten, die Tastatur einmal durchgeschnitten,
Und Sie können dann zwischen diesen beiden Teilen hin und her wischen. Vorteil ist natürlich, dass ich hier eine sehr große Felder habe und die natürlich auch gut dann ansteuerbar sind. Dann gibt es die Variante, dass ich mit dieser Dual-Free-Tastatur arbeiten kann. Die zeige ich gleich nochmal konkret. Sie können aber auch eine normale große Tastatur nutzen. Das bedeutet, da haben Sie die verschiedenen Buchstaben gruppiert und können dann einzeln diese Gruppierung aufrufen. Und dann gibt es hier noch verschiedene andere Raster-Varianten. Also einmal eine normale Tastatur, eine Querz 10. Das heißt, 10 Buchstaben in einer Reihe. Dann gibt es hier noch eine Raster-Tastatur und die sogenannte Diosonokey, beliebte und bekannte Tastatur, die Sie hier auch standardmäßig als, in dem Fall als Systemtastatur festlegen können. Ich würde jetzt einfach mal eine Sonokey-Tastatur auswählen und gehe dann auf Tastatur auswählen. Ich kann auch hier erstmal mir die Ansicht anzeigen lassen. Das heißt, ich kann immer erstmal schauen, auf Ansicht, ist das die Tastatur, die ich vielleicht benötige? Gehe ich auf Schließen, bin ich wieder da, wo ich vorher war. Das heißt, das Gleiche kann ich Ihnen auch mit der geteilten zeigen. Ich gehe auf Ansicht. Sie sehen, hier habe ich A, B, C, D, E. Es ist alphabetisch sortiert. Und ich habe dann die Möglichkeit, über diesen Pfeil entsprechend zwischen diesen beiden Tastaturseiten hin und her zu wischen. Ich habe die normale Tastatur ausgewählt aktuell. Ich wähle jetzt einmal die Raster-Tastatur aus. Gehe ich auf Tastatur wählen. Ich kann hier unter Querz noch festlegen, möchte ich in ABC Organisation der Worte haben oder möchte ich eine Querz-Organisation? Ich möchte jetzt gerne die Querz festlegen. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, mit Scanning zu arbeiten. Scanning bedeutet ja die Auswahl mit dem Taster. Das heißt, es wird immer Inhalt hervorgehoben und durch Auswahl des Tasters mache ich dann quasi die Auswahl. In der Regel geht halt Scanning mal von links nach rechts von der Bildschirmseite, sodass halt die wichtigsten Funktionalität bzw. Buchstaben, die häufig genutzt werden, eher sich im linken Bereich der Tastatur finden. Beim Zeiger ist es so, dass es hier, zum Beispiel bei einer Joystick-Nutzung oder bei einer Kopfmaus davon ausgegangen wird, dass man immer irgendwie im Zentrum sich der Mauszeiger befindet und dass man halt um das Zentrum des Bildschirms halt hin die wichtigsten Buchstaben und Zahlen hinterlegt. Und somit halt auch möglichst wenig Bewegung, Aufwand hat, um die entsprechenden Buchstaben zu bekommen. In den Einstellungen können Sie noch verschiedene weitere Funktionalitäten festlegen. Hier können Sie festlegen, wie groß die Schrift im Nachrichtenfenster sein soll. Soll die etwas klein sein oder soll sie groß sein? Sie können, was auch häufig noch nicht wirklich erkannt wurde, eine andere Verweilzeit für die Vorhersageschaltflächen festlegen. Vorhersageschaltflächen sind die Phrasenvorhersagenfelder oder die Wortvorhersagenfelder, die sich oberhalb der Tastatur befinden. Und häufig ist es ja so, dass ich ein Tastaturfeld, wo einfach nur ein Buchstabe A, B, C, D, E etc. drauf gedruckt ist, drauf befindet, dass ich das natürlich viel schneller mit meinen Augen erfassen kann, als ein Feld, wo vielleicht eine ganze Phrase, ich begrüße Sie heute zum Webinar oder Ähnliches, abgelesen ist, sodass ich halt eine schnelle Verweilzeit für meine Tastatur einstellen kann, dass ich schnell die Buchstaben auswählen kann, aber vielleicht eine längere Verweilzeit dann für die Vorhersageschaltflächen, dass ich da einfach mehr Ruhe habe, mir diese anzuschauen. Ich habe auch die Möglichkeit, aufgenommene Mitteilungen zu verwenden. Das heißt, wenn ich hier beispielsweise den Satz Ich liebe dich gerne mit meiner Stimme nutzen wollte, die ich eventuell zuvor mal aufgenommen habe, als ich noch sprechen konnte, so kann ich hier das auf einsetzen und dann, wenn Ich liebe dich in den Sprachaufnahmen enthalten ist und dann auch im Mitteilungsfenster gesprochen werden soll, dann wird dieses quasi durch die Sprachaufnahme ersetzt und nicht durch die synthetische Stimme gesprochen. Eine Autokorrektur, das ist nur, dass halt nach einem Punkt am Satzanfang wieder groß geschrieben wird und die Sprachverlaufaufnahme, die hatte ich Ihnen ja schon gezeigt. Die dritte Registerkarte, der Bereich der Sprache. Hier können Sie zum einen die Vorhersagesprache festlegen. Die Vorhersagesprache ist die Sprache, die halt bei der Wortvorhersage und Phrasenvorhersage angezeigt wird. Aber hier können Sie auch die Tastatursprache schnell und einfach anpassen. Das heißt, Sie können hier an einer Stelle festlegen, dass ich jetzt gerne eine englische Tastatur gerne hätte. Englisch USA oder Englisch UK. Es gibt zahlreiche Sprachen. Sie können einfach mal durchklicken, ob vielleicht die von Ihnen benötigte auch dabei ist. Ich hatte vorhin mal gezählt, aktuell 46 verschiedene Tastatur-Layouts.
die einfach hier schon vorhanden ist. Hier muss man nur gegebenenfalls dann noch die entsprechende synthetische Stimme nachinstallieren. Ich bleibe jetzt in dem Fall mal bei Deutsch und gehe auf Zurück. Und diese Einstellung, ich hatte vorher ABC, das hatten Sie beim normalen vielleicht gesehen, wird jetzt überall übernommen. Das heißt, egal ob ich auf meiner normalen Tastatur bin, hier sehen Sie jetzt das entsprechende, ob ich auf meiner sprechenden Tastatur bin, auch hier habe ich jetzt ABC. Und genauso ist es, wenn ich jetzt beispielsweise eine E-Mail schreiben möchte, neue E-Mail gehe, den Betreff angeben will, auch da habe ich jetzt diese Tastatur, die ich zuvor festgelegt hatte. Im ABC-Design. Das heißt, es wird global quasi Änderungen werden dort durchgeführt. Eine besondere Tastatur ist die sogenannte Dual-Free-Tastatur. Hier, ich weiß, viele kennen das vielleicht, wenn sie ein Handy benutzen, dass man ja mit dem Finger teilweise nur über diese Buchstaben wischen muss, um eine Auswahl zu treffen, um den Buchstaben auszuwählen, sodass ich bei was einfach nur und schon habe ich das Wort geschrieben. Eine solche Variante gibt es auch für die Dual-Free-Tastatur. Das ist natürlich, wenn man es beherrscht, eine total schnelle Eingabe, weil man einfach nicht verweilen muss auf dem Buchstaben und man schaut einfach nur schnell über diese Buchstaben. Ich habe an meinem Computer eine Augensteuerung angeschlossen. Und wenn ich auf die Dual-Free-Tastatur gehe, öffnet sich die Tastatur. Ich schaue ins Tastaturfeld und kann jetzt auf F, A, H, O gucken. Und es kommt Hallo. Ich muss also nur drauf schauen. Ich muss nicht mal zwingend auf das Leerzeichen schauen. Doppelbuchstaben werden auch erkannt. Es wird dann quasi im Hintergrund berechnet. Aber Sie können ja selber ein bisschen mit rumspielen. Sollten Sie einfach mal ausprobieren. Können Sie gerne mal runterladen, einfach ein bisschen rumexperimentieren und auch gerne nochmal Ihre Erfahrung schildern. Das ist ja schon eine sehr besondere, innovative Form der Bedienung ist. Auch speziell für die Anwender von einer Augensteuerung ist der sogenannte Windows-Zugriff. Viele nutzen ja, wenn sie schon ein bisschen vertrauter sind mit dem Kommunikationsgerät, diese sogenannte TGIS, also Tobii Gaze Interaction Software oder Maus-Emulation, um Windows-Bedienung durchzuführen. Es gibt mittlerweile aber auch eine implementierte Möglichkeit des Windows-Zugriffs allein über Communicator. Das heißt, es ist dann miteinander so ein bisschen mehr verzahnt. Es muss nicht zwischen zwei Programmen gewechselt werden, geschaut, ob eventuell die Gaze Interaction aktiviert ist. Das heißt, hier in dem Windows-Zugriff, so nennt es sich dann auch nachher im Menü, kann festgelegt werden, wie Windows bedient werden soll. Man kann auch Einstellungen zu der Bildschirmtastatur, die man möchte, und auch Einstellungen zur Windows-Maus-Steuerung machen. In dem Fall ist es so, dass ich hier auch eine Möglichkeit habe, die Einstellung für den Windows-Zugriff festzulegen, also entweder über die Startseite. Dieses Menüfeld finden Sie unter der Textkommunikation, unter dem Windows-Zugriff, beziehungsweise da finden Sie den Windows-Zugriff selber. In den Einstellungen finden Sie hier Einstellungen für den Windows-Zugriff. Fügen Sie das hinzu, haben Sie es auf Ihrer Startseite und können dann darüber das Ganze machen. Oder Sie können auch hier wieder über die erweiterten Einstellungen gehen und auch hier in den Einstellungen hier Windows-Zugriff das Gleiche nochmal abrufen. Gehe ich jetzt einmal auf die Einstellung für den Windows-Zugriff, bekommen Sie hier verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt sowohl Windows-Control als auch das neue Computer-Control. Das ist die neuere Bedienmethode, die es aktuell auf der i13, i16-Serie gibt. Installiert. Deswegen finden Sie hier halt auch noch Computer Control. Wenn Sie es auf einer i12 Plus oder i15 Plus nutzen, also eine i-Serie Plus oder eine i-Serie Classic, hätten Sie hier in dem Fall noch Windows Control. Das Computer Control würde Ihnen nicht angezeigt. Und hier können Sie nun die unterschiedlichen Layouts festlegen. Das heißt, einmal können Sie
eine Maus-Bedienleiste am rechten Bildschirmrand oder linken Bildschirmrand festlegen oder am unteren Bildschirmrand oder oberen. Das können Sie im Nachhinein nachher noch umschieben. Oder es gibt auch die sogenannte schwebende Windows-Maus, die Sie vielleicht so ein bisschen halt von der Maus-Emulation-Software von der TGIS, von der Toby Gaze Interaction Software kennen. Ich persönlich habe jetzt hier die Vertikale ausgewählt. Wir können hier noch zusätzlich die Tastatur-Layouts festlegen. Das heißt, hier wird dann auch nochmal die Bildschirmtastatur festgelegt, welche Sie nutzen können, um Eingabe in den Windows-Feldern, Windows-Oberflächen zu machen. Wenn Sie beispielsweise ein Textbearbeitungsprogramm nutzen oder die Suchfunktion beispielsweise bei Google oder einer anderen Suchmaschine verwenden. Man kann hier auch noch zusätzlich Programmverknüpfungen machen. Das heißt, in diesem Zugriffslayout, was ich Ihnen gerade noch gleich auch noch zeigen werde, was ich Ihnen gerade festgelegt habe, kann man auch einzelne kleine Programme hinterlegen. Das heißt, entweder öffne ich da ein Dokument, eine PDF, ein Word-Dokument oder Word selber oder auch einfach den Browser. In dem Fall möchte ich jetzt hier gerne noch einen Browser hinzufügen, weil der Firefox-Browser hier nicht hinterlegt ist. Dafür gehe ich dann in dem Dateiverzeichnis, was auch gut mit den Augen selber, mit der Augensteuerung selber zu bedienen ist, auf den Pfad, wo ich den Firefox finde, beziehungsweise die Startdatei, in dem Fall habe ich sie hier, die Firefox-Exe. Ich könnte auch noch hier die Positionen hinterlegen und verschieben. Und als letztes noch kann ich noch festlegen, wie ich gerne auswählen möchte. Möchte ich mit Zoom to Click, das heißt, ich zoome erst auf den Bildschirm rein und kann diesen Zoom noch anpassen oder möchte ich direkt über Verweilen das Ganze auswählen. Ich habe es jetzt also festgelegt und wähle jetzt den Windows-Zugriff aus. Es öffnet sich das Windows. In dem Fall ist im Hintergrund ja gerade meine PowerPoint-Präsentation offen. Ich kann jetzt im rechten Rand die zweite Seite aufrufen, kann hier die Leiste verschieben an den linken Bildschirmrand, könnte die Fenster nach ausrichten. Wenn ich ein anderes Fenster habe, dass ich das an der Leiste orientieren kann, gehe nun auf Programme und wähle Firefox aus. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, über den Firefox-Browser ganz normal zu navigieren. Wir sehen noch gerade, dass die Leiste da drüber ist. Ich kann jetzt das Fenster noch ausrichten, sodass es ideal angepasst ist, bestätige es mit OK und habe nun die Möglichkeit zu scrollen, aber natürlich auch die Möglichkeit, Klicks durchzuführen. Auf der Seite. Linksklick, Doppelklick, Rechtsklick. Also das, was ich benötige. Und so habe ich natürlich nicht mehr diese Verwirrung eventuell mit zwei verschiedenen Computerprogrammen, sondern ich habe das hier alles quasi in einem integriert. Und für viele sind diese Funktionalitäten häufig auch schon durchaus ausreichend zur alltäglichen Nutzung des Computers. Sieht auch hier die Möglichkeit, den Mauszeiger zu sehen, einen einfachen Klick und ich bin dann quasi auf den Link, den ich angeschaut habe. Ich gehe dann schaue oben wieder auf Beenden und ich bin wieder in meinem normalen Communicator durch Gucken auf Windows-Zugriff. Bin ich dann wieder auf meiner Seite und kann entsprechend das Ganze hier wieder ansteuern. So, das war der Windows-Zugriff. Nun komme ich noch zu den Symbolbibliotheken. Die Symbolbibliotheken sind in Communicator hinterlegt. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, für die verschiedenen Darstellungssymbolarten, also es gibt ja Picture Communication Symbols, PCS, die viele vom Boardmaker kennen, die vielen sehr vertraut ist. Dann gibt es auch noch die Metacom-Symbole oder die Symbolsticks oder natürlich auch eigene. Und über diese Symbolbibliotheken habe ich die Möglichkeit,
eventuell halt Symbolbibliotheken, die ich nicht benötige, die ich nicht in der Symbolsuche angezeigt bekommen möchte, zu deaktivieren und nur die anzuzeigen, die ich auch gerne haben möchte. Und ich habe die Möglichkeit, was für viele vielleicht auch noch sehr relevant ist, ich kann eigene Symbolsammlungen auch noch hier hinzufügen. Ich wechsle jetzt wieder in Communicator. Und gehe jetzt in den Symbolbrowser. Das kann ich machen, indem ich die rechte Maustaste wähle, im Schnellmenü halt oder halt länger auf den Bildschirm klicke, auf die erweiterten Einstellungen gehe und dort unter System findet man den Punkt Symbolbibliotheken. Und hier finden Sie alle in Communicator 5 installierten und enthaltenen und gerade quasi nutzbaren Symbolbibliotheken. Möchte ich beispielsweise eher mit den PCS-Symbolen arbeiten und nicht mit den Symbolsticks und auch die älteren Communicator 4-Symbole möchte ich nicht haben, so kann ich diese entfernen, quasi ein Häkchen setzen. Sie sind weiterhin noch da, also nicht gelöscht, aber sie werden halt in meiner Symbolsuche nicht angezeigt. Ich habe auch die Möglichkeit, eine neue Symbolbibliothek hinzuzufügen, die nenne ich beispielsweise mal eigene Symbole und auf Durchsuchen kann ich jetzt klicken und hier entsprechend ein Zielverzeichnis auswählen, wo sich dann eventuell noch weitere Bilder befinden. Unter Didakte habe ich, glaube ich, noch ein paar Bilder abgespeichert. Zum Beispiel könnte ich dann jetzt hier entsprechend Fotos haben. Es wird dann immer der Symbol-Dateipfad genommen, den ich Datei genannt habe. Und so kann ich die dann auch im Symbolfinder im Bearbeitungsmenü abrufen und auf meine Felder speichern. Viele von Ihnen nutzen beim Bearbeiten vielleicht auch immer noch das recht umfangreiche Seitenset-Bearbeitungsmenü. Das bietet natürlich auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, eine Vielzahl von Möglichkeiten. Aber in der Regel reicht auch Ihnen etwas die abgespeckte Variante, und zwar die Bearbeiten-Schaltfläche. Die ist weniger komplex, zeigt aber an sich das Wichtigste an, was man so beim Bearbeiten von Inhalten benötigt. Und man hat auch hier die Möglichkeit, Inhalte auszublenden. Und man kann sogar mehrere Felder gleichzeitig bearbeiten. Das in Communicator sieht das Ganze dann so aus. Dass ich das Seitenset öffne, was ich bearbeiten möchte. In dem Fall nehme ich ein Einzelwortvokabular. Und gehe beispielsweise mal hier auf meine Klassenkameraden und möchte dann hier die Fotos hinzufügen von meinen Klassenkameraden. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist das sogenannte, das Schnellmenü öffnen. Rechte Maustaste in dem Fall bei mir. Und nicht auf Seitenset bearbeiten gehen, sondern auf die Bearbeiten-Schaltfläche. Alles das, was ich bearbeiten kann, was die nicht gesperrt ist, wie diese Scrollleiste, die kann ich nicht bearbeiten, ist jetzt rot umrandet und wird hervorgehoben, dass ich diese quasi bearbeiten kann. Und jetzt kann ich das Feld anklicken, was ich möchte. Es wird hier noch ein Hinweis gezeigt, was ich für Möglichkeiten habe. Und kann jetzt hier zum Beispiel den Schüler Tobias hinterlegen. Ich kann über die Bildersuche gehen. Ich kann Bilder durchsuchen. Das heißt, ich kann auch hier meine eigenen Fotos durchsuchen oder einen angeschlossenen USB-Stick darauf zurückgreifen. Oder ich kann natürlich auch schnell ein Foto machen. Und dann mache ich dieses Foto. Gerade ist es mit meiner Kamera, weil ich die jetzt gerade hier benutze, nicht möglich, gleichzeitig noch ein anderes Foto zu machen. Das heißt, ich suche jetzt einfach nur mal irgendeinen Jungen. Und könnte jetzt entweder auf OK und Schließen gehen. Dann würde ich wieder ganz normal im Anwendungsmodus sein. Oder ich gehe auf OK und Fortfahren und kann direkt das nächste Feld anklicken,
und bearbeiten. Das heißt, dann nehme ich noch die Schülerin Julia, suche nach einem Mädchen und gehe anschließend auf OK und schließen. Jetzt bin ich wieder im normalen normalen Nutzungsmenü, im Anwendungsmodus und müsste jetzt noch die Änderung speichern, um diese dann auch dauerhaft auf meinen Seiten enthalten zu haben. Zusätzlich ist im Bearbeitungsmenü auch möglich, in der Bearbeiten-Schaltfläche einzelne Felder auszublenden. Das heißt, hier unten links haben Sie die Möglichkeit, noch eine Taste auszublenden. OK und fortfahren. Das Auge symbolisiert, dass hier dieses Feld nicht im Anwendungsmodus zu sehen ist. Kann ich hier noch auf ausblenden gehen und entsprechend mich so auch die Einstellung zu machen, die ich vielleicht sonst auch im Seitenset bearbeiten gemacht habe. Unter Audio kann man noch festlegen, ob man gerne eine Sprachaufnahme auf diesem Feld hier haben möchte oder nicht. Hier kann man dann entweder auf die synthetisierte Sprache zurückgreifen, aber auch schnell eine Aufnahme machen. Auch eine Aufnahme kann ich direkt im Bearbeitungsmenü machen und muss nicht eventuell in Seitenset bearbeiten und das darüber durchführen. Oder ich wähle eine Audiodatei aus, die ich eventuell auch irgendwo habe, wenn ich ein Lied abspielen möchte oder ähnliches. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen und zurück auf meine Startseite. Der nächste Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte, ich glaube der achte mittlerweile, ist die sogenannte Statusleiste. Das ist eine Leiste, die kann ich an den oberen Bildschirmrand andocken lassen oder anzeigen lassen. Und diese bietet mir wichtige Informationen zu meinem Eye-Tracking, also zu dem Status meiner Augensteuerung. Sind die Augen erfasst worden oder ist irgendein anderes Problem? Sie ist beispielsweise wie hier oben links rot dargestellt, so sind die Augen nicht im Erfassungsbereich, sind die grün dargestellt, ist alles gut und ich kann mit meiner Augensteuerung arbeiten. Ich kann den Akkustand hier nachvollziehen, ich kann mein WLAN-Signal, mein Wi-Fi-Signal erkennen, ob es stark genug ist oder ob es eventuell eine Internetstörung vorliegt. Auch die Lautstärke ist hier visualisiert durch einen Lautsprecher und auch die Uhrzeit sowie das Bluetooth. Die Statusleiste kann ich aktivieren, indem ich auch wiederum ins Schnellmenü und dort auf die erweiterten Einstellungen gehe und dort auf System. Und unter System habe ich die Möglichkeit, meine Statusleiste zu aktivieren. Jetzt sehen Sie vielleicht schon, hier oben hat sich nun diese Leiste hinzugefügt. Gehe ich mit meinem Mauszeiger darüber, was natürlich jetzt bei der Nutzung der Augensteuerung jetzt nicht möglich ist, sehen Sie jetzt hier, die Augensteuerung ist grün oder ist diese Erdnuss, die Tobii Erdnuss ist grün, verbunden und gut positioniert. Bin ich jetzt außerhalb des Erfassungsbereichs oder halte es zu, keine Augen sichtbar. Eventuell kann ich auch sogar durch näher kommen, die Position ändern, ist jetzt gerade nicht möglich. Akkustand ist bei 100%. Ich bin nicht mit dem WLAN verbunden, aber mit dem LAN, also mit einem Kabel, deswegen ist mein WLAN halt auf nicht verbunden angezeigt und die Lautstärke ist bei 12%, also etwas ein sehr dezent dargestellter Lautsprecher. Und hier habe ich noch dieses, wie gesagt, die Uhrzeit und das Datum. Es bietet einfach immer einen schnellen Zugriff auf Informationen, die wichtig sind, dass ich sehe, okay, wie voll ist denn mein Akku noch? Muss ich eventuell mich langsam darum kümmern, ohne jetzt irgendwo in das System zu gehen und dort nachzuschauen? Einfach eine sehr praktische Möglichkeit für den Alltag. Dann möchte ich Ihnen noch einmal Page Set Central zeigen. Page Set Central, vielleicht kennen es schon einige von Ihnen, aber ich glaube, es ist immer noch recht unbekannt. Und auf jeden Fall ist es wert, einfach mal darin zu stöbern und es einfach auch mehr zu nutzen. Das ist ein Angebot auf mytobidynavox.com. Das ist eine Internetseite von tobidynavox, wo man als Anwender von tobidynavox sein eigenes Konto hinterlegen kann und dort seine eigenen Inhalte natürlich speichern kann. Aber man hat halt die Möglichkeit, mit diesem Untermenü Page Set Central auch die dort gespeicherten eigenen Inhalte entweder mit vertrauten Personen zu teilen, die halt auch ein MyTobidynavox-Konto haben, oder sie auch wirklich allen anderen Anwendern zur Verfügung zu stellen. Was natürlich der Vorteil hat, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sondern einer hat die Arbeit gemacht,
lädt es hoch und macht es anderen, teilt es mit anderen, sodass andere davon auch profitieren können. Gleichzeitig kann derjenige, der es natürlich hochgeladen hat, auch vielleicht von der Arbeit anderer profitieren und auch einfach mal dort Inhalte nutzen. PageSet Central bekomme ich, indem ich auf mytobedynavox.com gehe. Kann mich halt hier anmelden und mein eigenes Konto erstellen. Dann kann ich natürlich auch entsprechend für mich spannende Inhalte meinem Konto hinzufügen. Eine Anmeldung ist aber jetzt hier nicht zwingend erforderlich. Ich gehe dann hier auf PageSet Central und kann dann hier in der Suchmaske nach Inhalten suchen. Ich kann die Software auswählen. Ich möchte zum Beispiel was für Communicator 5 haben als Inhalt. Ich kann auch eine Kategorie festlegen. Ich kann auch sogar noch die Sprache festlegen. Es gibt aktuell 340 Communicator 5 Inhalte, was ich finde schon recht viel ist. Und dann kann ich natürlich, wenn ich weiß, ich weiß genau, was ich suche. Ich suche als sogenannte Bingo-Spiel. Dann sehe ich es hier, okay, ja, das Seitenset kann schon ein Bingo-Spiel erstellt werden und so weiter. Sprache ist Deutsch, Communicator 5. Jetzt kann ich es entweder zu meinen Produkten hinzufügen, dann habe ich es in meinem persönlichen MyToBeDynavox-Konto oder ich gehe auf Herunterladen, lade es herunter, speichere es da, wo ich es gerne haben möchte. In dem Fall kann ich es auch direkt dort speichern, wo ich es nachher auch wirklich direkt mit Communicator 5 nutzen kann. Das heißt, ich gehe in den Ordner Dokumente, Communicator 5 und in den Communicator 5 Benutzer, den ich verwende. Sie haben häufig dann halt nur einen Benutzer dort drinstehen, den Namen, Ihren eigenen Namen und den Namen des Anwenders oder des Klienten. Ich klicke jetzt auf Webinar, auf meine Seitensets und speichere es hier. Mehr muss ich nicht tun. Ich habe es heruntergeladen und jetzt kann ich es auch einfach meinem persönlichen Startseite hinzufügen, indem ich die rechte Maustaste wähle oder auf Startseite bearbeiten, gehe auf alle Seitensets und unter meine Seitensets findet man hier nun auch das neu hinzugefügte Bingo Sport. Ich füge es zur Startseite hinzu und ich kann direkt losgehen als Spieler und hier meine Bingo-Karte haben und dann entsprechend das Ganze hier nutzen und ausfüllen. Das heißt, Markierung ist eingeschaltet und ich habe Bingo. Den vorletzten Tipp, den ich noch zeigen möchte, ist die Möglichkeit, dass ich eigene Anwendungen auf die Startseite packen kann. Das heißt, hier kann ich wirklich jedes Programm oder auch jede Datei, für die ich ein Programm in Windows oder auf meinem Computer habe, kann ich auf meine Startseite hinterlegen, wie auch beispielsweise eine PDF-Datei oder eine Bilddatei. Und die kann ich dann durch Klicken, durch Schauen, durch Auswählen, durch Verweilen auf der Kachel auf meiner Startseite dann das Programm öffnen. Das heißt, ich muss an sich nur rechte Maustaste oder alle Seitensets gehen oder ich gehe auf Startseite bearbeiten und wähle hier Seitenset hinzufügen. Und nun kann ich auf andere Dateien und Anwendungen gehen und hier durch die Ordnerstruktur gehen, wenn ich weiß genau, wie diese Datei heißt, die ich gerne verknüpfen möchte. In dem Fall verknüpfe ich nochmal den Firefox, also den Browser, gerade den Pfad, der bekannt ist. Und es wird das Symbol übernommen, das eventuell mit der Excel-Datei verknüpft ist. Und durch Anschauen hierauf wird dann automatisch der Browser geöffnet mit der von mir bevorzugten Windows-Steuerungsmethode. Und so kann ich natürlich hier noch viel individueller, noch viel persönlicher meine Startseite einrichten, sodass ich halt auch auf die wichtigsten Programme und die wichtigsten Daten und Informationen auch einfach schnell Zugriff habe. So, wir sind fast am Ende. Der letzte Punkt ist noch der Hinweis, dass Sie ja auch mit einem TobiDynavox-Kommunikationsgerät, sei es halt das i110, also unser Touch-Gerät, unser robustes Touch-Gerät, oder aber auch natürlich mit der Augensteuerung, mit dem i13, i16 und natürlich auch den Vorgänger der i-Serie Plus oder der alten i-Serie Classic, also überall, wo Communicator 5 drauf ist und das ist ein wirkliches TobiDynavox-Gerät, haben Sie die Möglichkeit, noch weitere drei Aktivierungen quasi zu nutzen.
Das Einzige, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen Ihr Tobii Dynavox-Gerät mit dem Communicator 5, mit der Communicator 5-Lizenz, mit der Software halt einmal mit Ihrem MyTobii Dynavox-Konto verbinden. Das geht, kann ich Ihnen nur auf einem Kommunikationsgerät zeigen, deswegen ist es jetzt hier nicht so einfach möglich. Ich kann Ihnen nur zeigen, wo Sie das finden. Und zwar gibt es in den erweiterten Einstellungen unter System die Lizenzverwalter. Und hier haben Sie dann die Möglichkeit, ich glaube, Companion-Lizenz zu aktivieren. Sie werden dann automatisch auf die MyTobii Dynavox-Seite weitergeleitet. Also es ist wichtig, dass das Kommunikationsgerät dann mit dem Internet verbunden ist. Und dann melden Sie sich dort mit Ihrem MyTobii Dynavox-Konto an, damit automatisch diese Software Communicator 5 dann mit diesem Ihrem eigenen Konto verbunden. Und dann können Sie in dem Communicator 5-Bereich von MyTobii Dynavox dann auch den Lizenzschlüssel abrufen. Wie Sie das genau machen, können Sie nochmal nachlesen. Und zwar habe ich in dem Bedienmenü, gibt es einen Punkt Unterlagen. Und dort habe ich eine Datei hinterlegt, die nennt sich Communicator 5 Companion License, also Begleitlizenz Version 1.2. Dort können Sie gerne aus dem Bereich sich die Lizenz herunterladen, oder die Anleitung herunterladen. Dort ist nochmal schrittweise erklärt, wie Sie da vorzugehen haben. Sie können mir auch im Nachgang noch Fragen stellen. Wie gesagt, auf die E-Mail, die Sie bekommen mit der Information, ist auch nochmal info.dach@tobiidynavox.com nochmal angegeben. Dort können Sie natürlich jederzeit nochmal Fragen stellen oder auf unsere Internetseite schauen, tobiidynavox.com. Da gibt es natürlich noch weitere Informationen zu den Produkten, zu Communicator 5. Bis dann. Tschüss.